Hallo und willkommen zur fünften Folge Stable Let's Play Transport Fever. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder die nächste Folge gemacht. Und hier, siehe, ich habe mal ein paar Mods eingefügt. Ja, aber wo haben wir denn angefangen? Mit den finanziellen Sachen her? Hier, so. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass wir unsere Strecken nicht Fernverkehr, Nahverkehr, sondern IC, ICE, Fernstrecke, dass wir so umbenennen werden. Aber als erstes müssen wir unser Geld, das haben wir aber genug Geld, um die Strecken zu erweitern. Aber man sieht bei Morgenröt, Rautenkranz, ist ordentlich die Hölle los. Die Züge fahren wie geplant, taktvoll und finanziell sieht es auch sehr gut aus. Aber wenn wir schon dabei sind, da könnten wir ja auch vielleicht oder Produktionslevel, aha. Aha. So kann man auch unsere Stadt pushen, so wie ich es gerade sehe. Und das wird man logischerweise machen, wenn wir genug Geld haben. So. Verpennt. Scheiße. Egal. Da kommt unser nächster Zug. Und ja. Da warten wir erstmal ab, bis der uns Kohle gibt. Dann haben wir nur noch 10 Millionen zu bezahlen. Und 10 Millionen läuft doch wie im Schnürchen. Jo, aber wir müssen erstmal sehen, wie wo was abläuft. So. In Klebzig läuft alles flüssig, finanziellmäßig her. In alle drei Städten läuft jetzt alles perfekt. Da kommen schon unsere nächsten Züge. Wir haben zwar Minus, aber die sind geil, jetzt hauen wir sowieso wieder rein. Von daher mache ich mir finanziell daher keinen Gedanken. Ich mache mir nur Gedanken, wann wir weiter ausbauen können, dass wir mehr Geld verdienen können. Hier haben wir schon 60.000 plus und jetzt müssen wir sehen, was wir hier für ein Plus bekommen. Da darf ich halt pennen. So, perfekt. So, morgen heute Rautenkranz. Da warten auch genug Passagiere, das ist perfekt. Könnten wir eigentlich schon Schranken bauen? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Jawohl. Dafür bräuchte man 16.000. So. Das ist mir ehrlich gesagt das Geld wert. Ui, verpennt wieder, egal.
So, dann haben wir jetzt 153.000, die wir zurückbezahlen müssen. Aber ich denke, ja, hier kommen schon unsere nächsten zwei Züge. 116.000 und 466 haben wir jetzt. Und zurückbezahlt und Schranke abbezahlt. Perfekt. So, und jetzt müssen wir noch hier, wenn wir etwas finden, eine Schranke ausbauen. Aber das müssen wir nicht machen. Von daher ist es egal. Was mich nur ein bisschen wundert. Hier wartet. Ah! Ich darf meinen Mund nicht so voll zu groß nehmen. Da fährt der nächste, da fahren die nächsten Züge vorbei. Und ja, so. Und hier warten 58. Ui, da müssen die warten, die Leute. So, Freunde, mich würde mal interessieren, was soll ich in den nächsten Folgen machen? Soll ich dann weiterhin wie blöd sparsam umgehen? Oder soll ich die nächsten Strecken erweitern? Das heißt, weiter ausbauen, ausbauen und ausbauen. Das, was ich sowieso vorhab, ist, dass ich in Klebsig einen Industriekomplex mache. Dann sprich hier so die Straße da hoch mit verschiedenen Industrien für die Stadt. Wie findet ihr die Idee? Soll ich das machen oder eher weniger? Schreibt es mal in den Kommentaren rein. So, dann schauen wir mal weiter, was wir da machen können. Da kommen schon die nächsten zwei Züge hin. Mit 36 Passagiere und 41 Passagiere. Das müsste eigentlich Geld geben. Ich brauche noch 20.000, dann könnte ich wieder zurückbezahlen. Perfekt. Jetzt sind es 8,5, ne, 8 Millionen sind es sogar noch, die ich zu bezahlen habe. Perfekt, aber ne. Immer noch nicht, verdammt. 70.000 minus.
377, 78 und letzt. So, am besten ist noch eine Runde verpennt. Also vom Umsatz her lässt sich das wirklich sehen. Das könnte wirklich nicht besser sein für diesen Jahr 27. So, da fangen wir mal mit. Ja, 23.000 minus. Das Jahr könnte besser laufen. Aber es läuft doch gut. Man könnte nicht. Man braucht nicht drum zu meckern. So. 380 noch 120.000. Jetzt sind es 270. Hundert, perfekt, bald haben wir's. Ja, ich weiß, ich rede immer nur von denselben Themen, aber sag ich mal so, sobald wir etwas größer ausgebaut sind, können wir auch über andere Dinge reden, wie über die Lokomotive, über unsere Züge, oder generell über andere Dinge. Aber noch konzentriere ich mich generell aufs Finanzielle, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da muss man sich ja bekanntlicher konzentrieren. Da kommen schon die nächsten zwei Züge, perfekt. So, jetzt sind 7 Millionen. Umsatztechnik her haben wir dieses Jahr nicht so den Burner gemacht. Leider. Aber hoffen wir, dass das nächste Mal gut läuft. Und hier sieht es auch gut aus. So, hoffen wir, dass es jetzt besser läuft dieses Jahr. Weil ich hab mich ja was bekanntlich sehr groß vorgestellt von finanziellen Sachen her. Aber das muss auch klappen, dass es auch so eine Planung bleibt. 406, 350, scheiße.
und zurückzahlen. Und hier ist die nächste Frage. Das ist aber eklig. Die Leute, die warten und warten. So. Da kommt schon der nächste. Wie viele Passagiere hat der? Ich kann es nicht sehen. Doch. Jetzt. Morgenröte Traunkranz. Der Schauer nennt auf den Kopf. So. 6 Millionen zurückbezahlt. Zum Zurückbezahlen so rum. So, da kommt der nächste. Perfekt. Huhu, perfekt. So sieht Umsatz wieder besser aus. Ich glaube, ich baue hier so ein Tram-Depot hin. Ah, da kommen die zwei Züge perfekt. Upsala. Upsala, schon wieder. Da muss ich leider karten durch den Fehler. Was meinerseits war, tut mir leid. Da bin ich aus Versehen auf eine falsche Aufnahmeknopf gekommen. So. Ja, da kommt unsere Lok eingefahren. Oh, hier warten. Hat er mich gerade eben so geschissen, der Sack? Hey. Ach ne? Hey! So.
Halt auf, mich zu pfeifen. Genial. Einfach genial. Ich habe wieder eine Million zurückbezahlt, ist ja cool. Das geht doch aber schnell. Das heißt, da könnte unsere nächste Strecke Berlin werden. Perfekto. Hier ein Bahnhof, geht dann drumherum, nach dort entlang, Richtung Eulau, in Richtung Stuttgart. Perfekt. Dann werden wir diesen Bahnhof jetzt auch umbenennen. In Klepsig Hauptbahnhof. Das da unten nennen wir Niedersachsen. Na doch. Hauptbahnhof. Und hier, den dann nur Bahnhof, weil der so ein kleiner Bahnhof ist. Hier kann man den nach beliebigen noch erweitern. Hoffe ich zumindest. So. Oder auch nicht.